Kobe Bryant, private Trauerfeier im Kreis der Familie. US-Medien haben nun die Todesurkunden von Kobe und Jana veröffentlicht. Die verraten, dass Vater und Tochter schon am 7. Februar in Corona del Mar, rund eine Stunde Autofahrt südlich von Los Angeles gelegen, beigesetzt wurden. Die Trauerfeier fand im Pacific View Mortuary statt, einem Friedhof mit Blick auf den Pazifik. Kobe Bryants Witwe Vanessa, 37, hat die Trauerfeier sicherlich mit Absicht geheim gehalten, damit sie und ihre Kinder Natalia, 17, Bianca, 3, und Capri, 7 Monate, in Ruhe Abschied nehmen können. Die Familie Altobelli, die 3 Mitglieder bei dem Absturz verlor, richtete eine öffentliche Trauerfeier aus. Die Todesurkunde verrät zudem, dass Kobe Bryants Tod durch ein stumpfes Trauma verursacht wurde. Laut DocCheck Flexikon bezeichnet man als stumpfes Trauma die Verletzung innerer Organe nach. Gewalteinwirkung oder Unfällen. Seit dem Tod ihres Mannes und ihrer Tochter verleiht Vanessa Bryant ihrer Verzweiflung immer wieder auf Instagram Ausdruck. Erst vor kurzem verriet sie, dass sich in all die Verzweiflung auch immer wieder kurze, aber schöne Momente des Glücks mischen, wenn etwa ihre jüngste Tochter Capri anfängt zu laufen. In diesen Momenten scheint Vanessa ihre Trauer beiseite schieben zu können.